Hallo oder so, liebe Leute, und willkommen zu Slither.io. Der liebe Flirt hat das Spiel schon mal gespielt und ich habe mir gedacht so, wow, das ist voll das coole Spiel, das muss ich auch spielen. Und sehr, sehr viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mal unbedingt Agario spielen soll. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, Agario gefällt mir nicht. Das, keine Ahnung, mir gefällt einfach das Gameplay nicht. Aber von diesem Slither.io, das sagt mir schon viel, viel mehr zu. Und das ist so lustig, Mann. Das ist wirklich so lustig. Ich habe das eben schon mal angezockt und habe mal geguckt, so wie die Steuerung ist und sowas. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf Spielen und ich erkläre ein bisschen was. Also wir sind hier so ein kleiner Mini-Wurm, sind süß unterwegs und so. Und müssen hier versuchen, den anderen irgendwie den Weg abschneiden, indem wir hier Rechtsklick machen und dann so unseren Highspeed-Wurm aktivieren. Und da können wir irgendwie den Weg abschneiden und können die dann mehr oder weniger töten. So, warte mal, ich versuch's jetzt mal hier. Wow, nein, ich hätte... Ja, doch, wir haben es geschafft. Und da können wir hier denen ihre Seele einsaugen. Oh Gott, das klingt so brutal, aber es ist eigentlich im Endeffekt so. Wir saugen dann denen ihre Seele einfach ein. Hallo Wurm, was geht? So machen wir das. Ich verstehe es nicht, hier sind so riesen... Wow, was war denn das? Der fährt einfach in mich rein. Es tut mir so leid. Aber hier sind welche... Das habe ich schon gesehen, die sind gigantisch groß, Mann. Die sind wie wirklich unglaublich groß. Warte mal, wir fahren jetzt hier mal ein bisschen näher an den Rand. Es ist ein bisschen risky hier, weil manche haben so Tricks schon drauf. Die sind sehr, sehr schwer zu... Was? Versuchst du mich hier ernsthaft zu töten, hä? Versuchst du's, hä? Du kleiner Pupswurm. Tja, das war's wohl mit dir. Ich mag das nicht so, die Kleinen zu töten, weil das ist wirklich doof. Das muss ich echt sagen. Ich möchte lieber mich an die Größeren hängen, weil die Kleinen, die haben gerade angefangen und sowas. Und die denken sich so, yeah, ich bin noch ein kleiner Wurmi und möchte ein bisschen größer werden. Und dann kommt so ein Riesenmonster, sagen wir jetzt mal gut, ich bin jetzt noch nicht so groß, aber wenn dann noch so größere Würmer kommen. Und dann töten die einfach diese winzig Kleinen. Warum? Warum machen die das? Guck, du bist auch ein kleiner Pupswurm, dem... Oh, du bist schon ein bisschen größer, so auf sowas wie dich möchte ich jagen. Tja, das war's dann wohl. Mich regt auch ein bisschen auf, dass hier die anderen Spieler deine Punkte einsaugen können, also die Seele einsaugen können von den anderen. Das finde ich ein bisschen doof, weil, keine Ahnung. Das sind meine Punkte. Das sind, oh mein Gott, bist du groß. Ach du Heilige. What the fuck? Was war das denn? Fährt er einfach gegen mich? Es tut mir so leid. Ich will aber deine Seele. Gib mir deine Slither-Seele. Wow, da ist eine... Wow, Alter, yeah, so wird das gemacht. Oh mein Goodness, hier, dich krieg ich auch, nein, wow. Oh mein Gott, wow, ha, wow, was geht denn hier ab? Nice one. Krass, ey, guckt euch mal an, wie riesengroß ich bin. Das ist mein erster Versuch gerade. Also so richtig mein erster Versuch. Wow, ich bin so gigantisch groß gerade. Coole Sache. Aber das ist jetzt auch nur mehr oder weniger Glück gewesen. Dir schneide ich den Weg ab. Nein! Nein, es war so knapp. Oh mein Gott. Verdammt. 7200 Punkte beim ersten Versuch, Leute. Wirklich beim ersten Versuch. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht nochmal. Oh mein Gott, das war ja richtig, richtig nice. Wir sind jetzt wieder so ein kleiner Pupsi hier. Und wir müssen jetzt hier nochmal ein paar Punkte einsammeln. Aber ich mag das nicht. Warte mal, vielleicht können wir mit so einem kleinen... mit unserem kleinen Pupswurm hier, einem größeren den Weg abschneiden. Aber die Großen, die sind halt so, da hast du eigentlich kaum eine Chance gegen die. Nur halt gegen die jetzt mittleren Kleinen. Gib mir deine Punkte, ich will mir deine Punkte einsaugen. Wie so ein Schlangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der gigantisch. So, wir flutschen jetzt einfach mal hier zwischendurch. Und hier auch ein bisschen durch. Oh, risky, Leute. Das ist wirklich risky. Oh mein Gott. Wir sind so... Oh. Wir bewegen uns hier auf richtig dünnem Eis, Leute. Wir bewegen uns hier auf richtig dünnem Eis. Warum willst du mich töten? Geh weg. Oh. Ich will auch von deiner Seele haben. Ha, kannst du knicken. So, ein bisschen Seele einsaugen.
Hier noch ein bisschen mehr, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Oh mein Gott. Oh, das ist wirklich so ein mega cooles Spiel, Leute. Das ist wirklich mega cool. Ich packe euch mal den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr das auch mal spielen. Das ist der Obernice. Oh mein Gott. Holy Shrub, Leute. Es ist so unglaublich eng hier die ganze Zeit mit diesen Riesenwürmern. Was ist das denn für ein Wurm? Wow, yeah, Mann. Nein! Die Gier hat mich getrieben. Die Gier hat mich getrieben und ich habe es nicht geschafft. Oh nein. Oh nein, die Gier hat mich getrieben. Das ist nicht gut, Leute. Seid niemals gierig. Seid niemals gierig bei diesem Spiel. Seid eher so ein kleiner Wurm wie ich und genießt euer Leben und denkt so, ja, Mann, das Leben ist schön so als kleiner Wurm. Denkt euch, ja, ich mag Bananen und so und ich wurme hier mein Leben und das reicht schon. Da müsst ihr schon glücklich mit sein. Ich versuche mal mit so einem kleinen Wurm einen größeren... Oh nein, es tut mir so leid, aber ich muss dich leider töten. Komm her, komm her. Ja, weil ihr seid jetzt noch so ungefähr auf meiner Größe. Tut mir echt leid. Ich wollte dich nicht töten. Yeah. Oh, Kaylas, das war wieder ein bisschen... Ja, ein bisschen merkwürdig. So und so. Und wir sammeln hier die Punkte ein. Und so. Und so. Das ist wirklich die Seele von den anderen, die wir hier einsaugen können. Oh. Pro. Okay, der heißt einfach Pro. Hello. Bam. Und ne. Jetzt bist du wieder geschrumpft. Das sind meine Punkte. Meine Punkte. Oh mein Gott. Es ist so ein lustiges Spiel. Bam, du bist mir. Und, ne, du bist doch nicht mir. Oh, ah, ins Auge. Oh nein. Ja, okay, Leute, ich denke mal, das war's für diese Folge Slither.io. Wenn ihr vielleicht nochmal eine Folge Slither.io haben wollt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare und zeigt es mir in Form eines Daumen nach oben. Und ja, ich denke mal, das war's von mir, liebe Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.